klein, schwarz, stark. Hier ein kleiner Produktfilm über die Beta Shells. Und zwar sind das Schutzbehälter für Objektive. Dieser Film auch vorab ist für die ganzen Modelle gedacht, die wir haben, weil die von der Funktion alle gleich sind. Wir haben also hier einmal die kleinste Größe, dann haben wir hier die größte Größe. Wir haben natürlich noch verschiedene Zwischengrößen. Da müssen Sie einfach mal ein bisschen im Shop stöbern, dann kriegen Sie die auch alle angezeigt. Also ist im Prinzip eigentlich für jede Größe was dabei, wenn Sie nicht gerade irgendwie so ein 1000 mm Teleobjektiv haben. Ich werde jetzt mal hier in diesem Film einfach mal anhand eines Beta Shells demonstrieren, was es damit auf sich hat, wie stabil die sind, ja, was die eigentlich so machen. Okay, war ein bisschen laut, müssen ein bisschen an die Nachbarn denken. Allen Beta Shells gemeint ist halt eben, wie es ja auch an der Außenseite durch ein Bild illustriert ist, gemeint, dass man sie oben einfach aufschrauben kann. Hier schon die erste Polsterung. Richtig dickes, fettes, stabiles Kunststoffgewinde für den Deckel. Innen drin, wenn Sie das Beta-Shell zum ersten Mal auspacken, haben wir hier noch so ein Schaumstoffpad. Das ist eigentlich dafür gedacht, falls man mal Objektive hat, die hier nicht über die ganze Größe gehen, dass man die damit ein bisschen ausfüllen kann und aufstocken kann. Das sind also verschiedene Größen. Das variiert natürlich auch von Modell zu Modell. So, dann haben wir noch die Bedienungsanleitung. Die brauchen wir nicht, weil sie haben ja mich. Und die würden jetzt einfach hier dementsprechend drei Stück bei der Größe sind halt ihnen mitgeliefert. Die würden einfach hier unten reingemacht werden und dann verringert man damit praktisch das Volumen, wie man sieht. Hier passt aber alles so, wie es sein soll. Das, was Sie hier auf dem Deckel haben, also dieses wirklich sehr weiche und softe Schaumstoff im Innendeckel, befinden Sie also auch hier am, ja, man kann es nicht sehen, das ist also auch hier unten. Ist ja auch hier unten drin. Ja, dann nehmen wir einfach irgendein Objektiv. Das ist natürlich jetzt viel zu klein, aber zum Demonstrieren reicht es. Das ist ein Canon 2470. Das wird dann einfach hier reingemacht. Zack, Deckel drauf. Und schon ist das Ganze optimal geschützt. Also diese Beta Shells sind wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Die sind, der Deckel ist wasserdicht, schlagfestes Gehäuse. Ich weiß ja nicht, wo sie so ihre Fotos machen, aber es gibt ja Leute, die vielleicht ein bisschen weiter rausfahren als irgendwie in den nächsten Stadtwald. Ne? Arktis, Dschungel, Tropen und so weiter. Da ist das hier also eine ganz optimale Lösung. Die sind natürlich auch hier mit einem Band versehen, dass man die also auch irgendwo dranhängen kann an den Rucksack und so weiter. Das sind also die Beta Shells, sehr stabil, sehr wertig bearbeitet und vor allen Dingen, wie ich finde, eine absolut sinnvolle Investition, je nachdem, wo man gerade da ist. Hier kann also ruhig mal die Tasche auf den Boden fallen, sonst irgendetwas auf den Boden fallen, was natürlich nicht passieren soll, aber egal. Hier ist auch für jede Größe was dabei. Und wenn ich schon Objektiv habe, was irgendwie vielleicht ein paar hundert Euro kostet oder halt eben auch 1000 Euro kostet, je nachdem, da ist also die Investition zum Schutz mit so einem Beta Shell also nur zu empfehlen. Klasse Sache, finde ich richtig, richtig gut.